eine Schildkröte, die 130 Jahre ihr Dasein in Frieden fristete, war nicht begeistert über Veränderung. Diese Schildkröte hieß Missy. Aber am nächsten Morgen fanden die Wärter die beiden so vor. Owen und Missy wurden die besten Freunde. Sie gingen zusammen spazieren, sie fraßen zusammen, sie schwammen zusammen. Ab und zu neckten sie sich und dann gab es auch einen Kuss. Owen und Missy wurden die besten Freunde. Und ich finde, wenn die zwei das schaffen, gell, könnten wir Menschen mit Verstand und Herz und Geist es auch schaffen, so miteinander umzugehen, dass alle leben können. Und dann habe ich keine Sorge, dass wir mit unserer Freude und Begeisterung, unserer Leidenschaft und Güte diese Welt verzaubern. Vielen Dank. Danke. Wunderbar, es ist wunderbar, wie wir uns verstehen. Awful nice, like a paradise. Ich darf mit ihm gehen. Das macht das Leben lebenswert, wenn man im Herzen mit dazu gehört. It's wonderful, marvelous. Mein Gott, ich lieb nur dich. Wunderbar, es ist wunderbar, denn jemand schaut auf dich. Sei dir klar, was gestern war, es zählt beim Herrgott nicht. Was immer du auch mit dir trägst im Leben, nur einer kann Vergangenes vergeben. Wunderbar, wunderbar, denn Jesus schaut auf, denn Jesus hört auf, denn Jesus zählt auf dich. Das Klavierspielen ist mir zwar nicht mit in die Wiege gelegt worden, ich musste schon ein paar Jahre Unterricht nehmen, aber nicht so viel. Es waren vielleicht 4,5 oder 5 und dann musste ich meinen Klavierlehrer entlassen. Da war ich 11. Er spielte einfach nicht mehr das, was er sollte. Naja, das ist über 45, 46 Jahre her, das kann auch umgekehrt gewesen sein. Erinnern Sie sich noch an das, was damals war? Aber wie auch immer, ich freue mich riesig, dass ich ein Talent von Gott mitbekommen habe, aber ich wusste es jahrzehntelang nicht, dass es von ihm ist, sondern ich dachte schon, das Universum oder wer auch immer mir dieses Schicksal gegönnt hat, Klavier spielen zu können. Aber wie das damals ausgesehen hat, wenn mein Prof mir Klassik mitgebracht hat, das war schon ein Abenteuer ins Leben. Ich weiß noch, als ich das erste Mal diese Klassik spielte, das war so der Moment, wo er anfing, Tabletten zu nehmen.
Weiß nicht. Ich weiß nicht, haben Sie es erkannt? Das war der fröhliche Landmann, die Trittstratschpolka. Monsignore, ich habe gesehen, Sie haben im Gotteslob geblättert, da ist es aber nicht drin. Na? Und das Letzte ist eigentlich das Lied, das Theo Weigel am liebsten selbst komponiert hätte, der ehemalige Finanzminister, nämlich von Beethoven, die Wut über den verlorenen Groschen. Das war auch das Schicksalsstück zwischen meinem Professor und mir, der ins Haus kam, in unser kleines Dorf im Westerwald, Sie wissen schon. Es war so, ja, das Schicksal. Damit meldete er mich beim Musikwettbewerb an. Und es gab ein langes Hin und Her und ich spielte das rauf und runter und auch in der falschen Tonart, weil ein Ton nicht kaputt war, das gelang mir alles. Und ich soll es ja auch ein bisschen theologisch machen, sagt Bill. Es dauerte lange, bis die Jury, oder sagen wir mal so, es dauerte lange, bis weißer Rauch aufstieg. Wenn Sie wissen, was ich meine, bis die Jury sich entschieden hatte. Und ich gewann diesen Pokal, diesen Landesmusikwettbewerb. Und dann kam eben dieser Prof am nächsten Tag mit einem Stapel Noten in der Hand ins Haus, wo vorne JSB drauf stand. Nein, nicht Franz Josef Strauß, das ist falsch. Johann Sebastian Bach. Und da wurde mein Übermut ein wenig gebremst. Manchmal hat man ja auch Grenzen im Leben. Denn wenn du Bach spielen willst, so erklärte er mir, denn er war ein Meister in Bach, das hatte ich nie geahnt, dass der alles auswendig konnte, mir jede Geschichte von Bach erzählen konnte. Und ich saß daneben, wurde immer kleiner. Wenn du Bach spielen willst, dann musst du mathematisch genau spielen. Darfst keinen Schlenker dazu machen, darfst keinen weglassen. Es muss so sein, wie es geschrieben steht. Nun ja, ich versuchte es und versuchte es und versuchte es. Kennen Sie, wissen Sie, was Ragtime ist, meine Damen und Herren? Ragtime? Ragtime, wie soll ich erklären? Da weiß die Linke nicht, was die Rechte tut. Müssten Sie von der Firma kennen, nicht, oder? Also, ich spiele Ihnen mal etwas, was sich Ragtime nennt. Thank you.
jetzt fehlt der Ton. Augenblick, ich schieb's ein bisschen rüber. So. Jetzt stimmt's wieder. So. Danke. Nach diesem Wunderabend, wir kommen ja zum Schluss, nach diesem wunderbaren Abend mit Humor, mit Tiefgang, mit allem drum und dran, soll es jetzt zum Abschluss nochmal richtig um die Freude gehen. Ein Christ ist doch vergnügt, oder nicht? Kann sogar in der Not vergnügt sein, weil er ist doch befreit, er ist erlöst. Egal was passiert, was können mir Menschen antun? Und wir werden ja nicht älter, sondern wir werden jünger. Die Zeit, bis wir Jesus sehen, wird kürzer. Das ist doch schön, oder? Jetzt möchte ich Ihnen auch beweisen, dass man auf dem Klavier auch glücklich sein kann. Also bin ich sowieso. Aber ich habe mein Leben lang immer gern Glenn Miller gespielt. Darf ich das heute Abend noch zum Schluss mal einmal Glenn Miller so ein bisschen anspielen? Mal gucken, ob der Steinway das hergibt. So. Die Deutschen fangen sowieso erst in einer halben Stunde, glaube ich, oder? An zu jammern, meine ich, Schwester Therese. An zu jammern, meine ich. Das muss man selber machen, ja. Alles muss man selber machen, Bill. Sag mal, dieses Schlagzeug hier, hat das irgendeine Bedeutung oder steht das nur für Schmuck? Weißt du irgendwas? Gibt es einen Tama hier bei euch? Tama steht da drauf. Nee, mal rumfahren. Spielen Sie Schlagzeug, Herr Pfarrer? Spielt jemand Schlagzeug? Darf ich mal eben sehen? Ah, nee, komm, ja. Dann probier mal. Hast du denn was dabei, dein Werkzeug dabei? Sonst lass dir den Kugelschreiber geben von Schwester Theresa. Du heißt? Da, und du meinst, du kannst es spielen? Probier dein Glück. Es stellte sich erst noch den Sitz ein. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich etwa um 5. Okay. Sollen wir was machen? Was sollen wir alle meine Engine spielen? Oder was wir ich mache nochmal Klein Miller, um einfach versuchen, dass du mit reinkommst, ja? Das kann ja was werden.
found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you. Ja, Jesus schenkt neues Leben, eins, das dich befreit. Denn heute beginnt sie, die Ewigkeit. Zu Hause versteht man dich nicht, es hat keiner Zeit. Ein Leben im Dämmerlicht, zu besserem bereit. Und du bist auf der Suche, willst endlich Frieden für dich. Du fragst nach der Antwort, du fragst, wo ist Licht? I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon, Blueberry. On Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you. Oh. Aber heute rede ich mal mit Jesus, denn heute ist so ein Tag. Ja, heute sage ich ihm alles, auch wenn ich mal nicht mag. Ich brauch doch seine Nähe, dass ich nicht ganz verzag. Jesus, I almost lost my mind. When I talk with Jesus, I almost lost my mind. My heart is born to win, yeah, since my sins left behind. Und wir kommen zum Schluss. Ja, wir sind gleich am Ende. Wir sind gleich fertig. Fix und fertig. Boogie Boogie.
am Schlagzeug David Drechsel. Kann ich mal gerade auf Toilette gehen? Eben. Herzlichen Dank, David, für diesen ganz überraschenden Einwurf. Vielen Dank fürs Mitmachen und herzlichen Dank euch beiden. Ihr habt mir einen Herzenswunsch erfüllt. Schon lange ist es her, dass ich das wollte. Es hat geklappt heute Abend für Sie, für euch, hier bei uns auf der Bühne, Theresa Zukic und Waldemar Grab. Vielen Dank. Thank you.
lässt uns nicht.